Ordnung? Gibt es etwas, was darüber hinausweist? Das ist Schönheit. Auch in der Verzweiflung liegt Schönheit. Dieses Maß an Schönheit darf durchaus auch das Schreckliche beinhalten. Und darin liegt auch eine Form von Utopie. Nun heißt es ja aber im Stück bei Coltès, da kreist die gesamte Sinnsuche der Menschen in ihrer ausweglosen Situation ums Geld oder in großen Teilen ums Geld. Also Geld, das sind die Überreste, die man den Hunden im Hinterhof vorwirft, heißt es gleich zu Beginn. Wie erwecken Sie sozusagen die Sympathien für diese Menschen? Oder wie bringen Sie den komischen Kern, den Sie eben beschrieben haben, zum Leben? Indem man ihn nicht betont, indem man es in der Schwebe lässt, man darf auch nicht pointiert Komik spielen, das wäre ganz falsch. Übrigens, da ist das gar nicht so weit entfernt von der französischen Tradition, die ja bei uns oft auch missverstanden wird wie La Biche, nicht? Also das ist ja auch keine Klamotte, sondern die Pointe liegt im unsichtbaren Bereich und es ist eben keine Komödie im deutschen Sinne. Und ich würde hier Komödie, das Komödiantische gleichsetzen mit Freude am Spiel, mit auch Freude am Leben. Und ich sehe auch, dass in dieser Welt, in der der Handel alles ist, auch darin liegt noch etwas, eine Behendigkeit, eine Art von Lebendigkeit. Aber abgesehen davon, Coltès wehrt sich permanent gegen das Warum ist es so. Das Warum findet er abscheulich und blöd, zumal im Theater, sondern das Wie interessiert ihn. Das Wie, darauf kommt er oft zurück, in dem, was er selber zum Beispiel zu diesem Stück gesagt hat, aber auch in Bezug auf sein Œuvre überhaupt. Das Warum ist gegeben. Das ist so ein bisschen kindlich auch zu glauben. Also wenn der Pubertierende oder die Pubertierende sagt, warum bin ich auf der Welt? Warum muss ich leiden? Warum darf ich mich freuen? Das stimmt ja alles nicht. Man freut sich, man leidet. Es ist einfach gegeben. Und ich weiß nicht, wie weit der Coltès gläubig war. Aber im Glauben liegt zum Beispiel eine unzerstörbare Kraft und eine die Komödiantik des Göttlichen vielleicht, nicht? Wie fügt sich dieses Kilvest in Ihre mittlerweile fast 80 Theater-Opern-Inszenierungen, also in Ihr Bühnenschaffen? Ja, von der Tragödie Antigone Elektra, diesem Zusammenschluss der beiden Stücke, nicht? Geht es über den Film Diese Nacht, wie Sie sehr richtig sagten, in das Thema des Eingeschlossenseins, des scheinbar Illusionslosen oder des Illusionslosen, was aber trotzdem immer noch irgendwo greift nach etwas, was mich aufrecht hält. Wird ja auch gesagt, Cécile sagt, früher konnten wir aufrecht gehen. Also zumindest den aufrechten Gang, der den Affen vom Menschen unterscheidet. Dieses auf zwei Beinen stehen, auf zwei Füßen laufen, ist ja auch schon was. Hat das für Sie selbst die Klangfarbe, also weil Sie auch viel Klängen arbeiten, also sehr viele Operninszenierungen auch gemacht haben, hat das für Sie selbst die Klangfarbe von Alterswerk, wenn ich das so etwas despektierlich sagen darf, ohne es böse zu meinen? Bei Ihnen? Glaube ich eigentlich nicht, denn man könnte sagen, dieses Thema ist mir näher gerutscht seit einer Zeit. Und in diesem Thema finde ich halt eine Bestätigung von einer Einsicht vielleicht, nicht? Der Einsicht in die Notwendigkeit, nicht warum zu fragen, der Einsicht in was? Ja, das war sowieso nie mein Ding. Also mit dem, warum mache ich das, warum leben wir, sondern wie leben wir? Ja, das nähert sich sehr stark dem an. Da erkenne ich dann auch Züge. Also ich habe zum ersten Mal was von Ihnen gesehen, Palermo oder Wolfsburg. Ja. Das war bei der Berlinale 1980, damals mit dem Goldenen Bären belohnt. Das ist ja eine relativ straight erzählte Geschichte, also eine Gastarbeitersage. Aber auch da finden sich ja schon solche Spurenelemente, also Ihrer ganz persönlichen Wahrheit zu. Wenn man da sehr weit ausgreift, dann könnte man sagen, ganz zu Anfang, ich habe ja angefangen als Autodidakt mit meiner Filmarbeit und kam dann zum Theater nach dem Film Salome, den verschiedene Intendanten gesehen hatten, wie Ivan Nagel, Peter Zadek, die sagten, nein, sie müssen jetzt auch Theater machen, was ich dann erst zähneknirschend, aber dann mit wachsender Begeisterung als meine neue Ausdrucksfamilie und Lebensform akzeptiert habe. Dadurch ist vielleicht das experimentelle, ästhetische Element zeitweise etwas im Hintergrund gewesen und das Inhaltliche nach vorne geschoben worden. Und in Palermo oder Wolfsburg merken Sie ja in der Gerichtsszenerie merken Sie ja, wie ich da das Absurde eines solchen Prozesses gegen so einen Ingenuo, sagt man nicht, so einen naiven Menschen, wie absurd Justiz und Rechtsprechung ist, wenn die Person, um die es sich handelt, es überhaupt nicht begreifen kann, was Inhalt und Form dieser Geschichte ist. Ja, ich meine, ich bin ja eh immer...